Wir bleiben beim Thema Installation, Verantwortung, Management und kommen auf ein neues, schönes neues Umfeld und zwar in die Schule. Und damit übergebe ich dir das Wort und freue mich auf einen schönen Vortrag. Ja, also von mir auch ein herzliches Willkommen zum Vortrag Diskless Linux Clients. Vorstellen tue ich uns gleich. Zwei Dinge ganz zu Anfang, die wichtig sind. Also, worum geht es hier im Vortrag? Es geht um einen günstigen PC-Pool für Schulen, bestehend aus einem Boot-Server und Fat-Clients ohne Festplatte. Deswegen halt Diskless. Darauf läuft Standard Kubuntu Linux, ganz was Normales. Und die Realisierung ist komplett mit Bordmitteln erfolgt. Also wer jetzt feststellt, er ist im falschen Vortrag, kann jetzt noch gehen. So, und auch war noch ganz wichtig, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Also es ist ja unser Hobby. Das Ding ist nicht nur eine Theorie, das haben wir wirklich gebaut. Also es läuft seit 5 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir geben gerne weiter, wie wir das gebaut haben. Und Fragen könnt ihr gerne stellen. Wir haben so zwischen 400 bis 600 Arbeitsstunden in der Schule verbracht. Das werden wir nicht nochmal machen, weil sich auch unsere Biografien in der Zeit verändert haben, arbeitsmäßig, familienmäßig und so. Das können wir nicht nochmal leisten, aber wir können halt sagen, wie es geht. Wer das nachbauen will, einfach fragen. So, und los geht's. Also mein Name ist Mike Arendt. Ich habe die ganz große Ehre, hier zu sprechen, und Sie merken vielleicht schon, Sie können mich jederzeit gern unterbrechen für Fragen. Manchmal unterbreche ich mich sogar selber, aber das ist nichts Schlimmes, das nennt man nur Stottern, es wird dann gleich weitergehen. Und die Übersicht zum Vortrag, also ich sage was zur Entstehung des Projekts, ich rahme den technischen Teil vom Ansgar, der sich nachher selber vorstellen wird, so ein bisschen ein. Ich sage also was zur Entstehung des Projekts, zu den Entwicklungsschritten bis heute. Und dann haben die vielen Informatiker im Raum ein bisschen Ruhe vor meinem Geschwafel. Dann kommt der Techniker und erklärt, was wirklich Fakt ist. Und wenn da noch Zeit ist, kann ich gerne noch was zu den Erfahrungen im Schulalltag sagen und zu den Zukunftsplänen, die wir so haben. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Und das ist der Brückenschlag, wie es in die Schule ging. Ich saß dann also am 4.5.2009 als Vater in der Gesamtkonferenz der Schule, wo meine beiden Kinder zur Schule gehen. Die Schule ist in Ilsenburg, das ist eine Kleinstadt am Nordrand des Harzes. Und die Goethe-Schule da ist eine Sekundarschule mit ungefähr 360 Schülern. Und da saß ich also und habe was gehört von einem geplanten Budgetübertrag und von einer Erneuerung des Computerraums und es gibt 5.500 Euro. Daraufhin habe ich spontan einen Kontakt mit dem Direktor gesucht und Hilfe durch die Linux User Group angeboten. Zu der Zeit war ich da schon ein paar Jahre drin, habe da auch so ein bisschen die Organisation geleitet. Also ich bin, wie gesagt, Industriearbeiter, ich habe mit Informatik nichts weiter am Hut. Und dann ging es halt los. Ich habe mir dann auf dem nächsten Lugabend, habe ich mir dann Hilfe gesucht, die ich ja als Nicht-Informatiker dringend brauchte. Und so ein paar führende Lugköpfe waren dann auch gleich begeistert. Und das war so neben Christoph Thielicke, Tobias Stöber, der auch hier im Raum sitzt. Und war es vor allem der Ansgar, der, glaube ich, noch am gleichen Abend sagte, ich habe da eine Idee. Das war der Stand der Technik bis dahin. Das war 2009. Ja, also nicht 1999, wo man hätte sagen können, okay, es ist also 2009. Damit haben die sich rumgeschlagen. Muss ich, glaube ich, nichts weiter dazu sagen. Und dann gab es noch einen Pool 2. Der war zwar neuer als der Pool 1, aber eigentlich noch unbeliebter. Da haben sie so ringsrum die Schulen geschlossen, weil die Schülerzahl weniger wurde. Und die ganzen Reste, wo die Computer, die über waren, die keiner haben wollte, die kamen denn da rein. Da war zwar ein 100-Mbit-Netzwerk, was schon deutlich besser war, aber halt alles verschiedene Windows-Versionen, verschiedene Software-Versionen, der eine schneller, der andere langsamer. Es gab zu jeder Unterrichtsstunde gab es halt fast Prügeleien unter den Schülern, weil die unbedingt an den Rechner wollten, weil der ein Stückchen schneller war, also für die Lehrer nicht ganz gut zu handeln. Dann gab es schon Angebote zu dem Zeitpunkt, die eigentlich keine sind. Die 5.500 Euro komplett für neue Rechner, aber auch nur die Rechner. Keine neuen Bildschirme, keine Tastaturen, keine Mäuse, kein Netzwerkausbau, nichts, gar nichts. War sogar so, die alten Tastaturen sollten ja dann anscheinend wiedergenommen werden, aber die hatten halt noch so einen großen Stecker, so einen DIN-Stecker. Ja, gerade die Älteren werden wissen, was das ist.
Es hätte also gar nicht an die neuen Computer rangepasst. Das war ein Ding, wo eine Europalette mit Computern in die Schule gekommen wäre und niemand hätte was damit anfangen können. Und da kommt dann die Luke Wernigerode ins Spiel. Das war unser Angebot. Das Geld, alles für Hardware, Arbeitsleistung gibt es ehrenamtlich, aber halt nur bei Einsatz von Linux. Böse Zungen könnten jetzt sagen, es ist eher Erpressung, aber da können wir sehr gut mit leben. Und dann ging das Ganze los. Im Februar 2010, nach den Winterferien, war der erste Pool benutzbar. Mit den 5.500 Euro haben wir komplettes Gigabit-LAN gebaut in dem Raum, haben einen Serverraum etabliert, haben da dort 13 Clients mit Ubuntu Linux hingestellt, Tastaturen, Mäuse, TFT, Monitore. Wie das funktioniert, erklärt der Ansgar. Ich habe da auch viel zu wenig Ahnung von. Und so sieht es halt aus. Das ist halt der kleine Pool noch zum Zeitpunkt, als noch 12 Rechner drin waren. Wir haben das dann noch erweitert. Also da sind jetzt pro Reihe nicht nur 3, sondern 4. Die laufen. Das war dann die Erweiterung. Dann gab es noch mal ein bisschen Geld aus dem Haushalt, ein bisschen vom Schulförderverein hier und da. Und dann haben wir halt alles mit sehr kleinem Budget das nochmal erweitert auf 16 Rechner plus Lehrerrechner. Und dann kam nochmal was Großes, weil wir fleißige Informatiklehrer dabei haben, die jedes Jahr Fördermittelanträge schreiben, was ja immer 20 Seiten Papier sind, das ist der blanke Wahnsinn. Zu 90% werden sie abgelehnt. Aber da gab es mal Geld. Und dann konnten wir auch nochmal den Pool 2 komplett umbauen mit Gigabit LAN, haben einen größeren, besseren Server gekauft. Der hat zwar bei uns nicht viel zu tun, nur Netzwerktraffic ist wohl wichtig. Und das kann auch Ansgar nachher erklären, besser als ich. Und dann halt mit leisen Clients, das war ganz angenehm. Wir haben Intel Atom Mainboards mit Mini ITX. Und zu dem Zeit war genau in dem Jahr der Wechsel, dass sie nicht mehr aktiv gekühlt sind, sondern passiv. Und jetzt laufen mittlerweile in der Schule im großen Pool laufen 29 Rechner und im kleinen 17, die alle von einer Festplatte booten. Und gerade im großen Pool sind nur die 9 und es ist halt Totenstille im Raum, obwohl die Rechner alle laufen. Das empfinden alle Beteiligten als sehr, sehr angenehm. So, nur aber Butter bei die Fische. Jetzt bin ich raus und übergebe die Sache an Ansgar. Ja, Butter bei die Fische, möge die Macht mit euch sein. Ihr sollt natürlich in die Lage versetzt werden, das Ganze selber nachzubauen, euch anzuschauen, zu verbessern. Wir haben im Wesentlichen einen Server installiert, der hat eigentlich ganz langweilige Aufgaben. Der muss im Wesentlichen irgendwie eine Festplatte bereitstellen, in unserem Fall halt via iSCSI. Wir brauchen eine Möglichkeit, Snapshots von diesem Image oder der Festplatte machen zu können, um eben eine gewisse Sicherheit und Komfort bieten zu können. Den üblichen Netzwerkkram habe ich es mal genannt, also DNS, DHCP, TFTP. Wir brauchen irgendwie Netzlaufwerke, wo die Schüler und Lehrer ihre Daten ablegen können, also Samba NFS. Und ja, irgendwie eine Benutzerverwaltung wäre auch ganz nett, üblicherweise ein LDAP oder eben meinetwegen auch ein Microsoft AD. Gibt es mittlerweile viele Schulen, die das auch einsetzen. Ja, das Innenleben vom Server, wie gesagt, wir haben am Anfang mit einem sehr günstigen Server angefangen. Der war tatsächlich eher so in dieser Leistungsklasse, sprich 4 GB RAM, irgendwie ein bisschen Festplatte und ein Gigabit Interface. Das reicht, mehr ist natürlich immer besser. Wir sind tatsächlich mittlerweile ein bisschen über diesem Niveau drüber weg, aber ich denke 16 GB RAM, ein halbwegs vernünftiges RAID-System und eben so viele Netzwerkinterfaces wie gehen in den Server zu packen, wäre sinnvoll. Ich sag mal, 4 reichen auf jeden Fall aus. Hintergrund dazu ist, dass wir halt alle Clients parallel von einer Festplatte booten. Ein Gigabit-Interface hat halt 110 Megabyte pro Sekunde. Das mal, weiß ich nicht, 30 Rechner, dauert halt einen Moment. Und umso mehr Interfaces wir haben, umso besser können wir die parallel ausnutzen, umso schneller geht's halt. Ja, als Serverbetriebssystem hier in unserem Fall halt ein Ubuntu. Ganz normal, nichts weiter Spannendes. Jetzt will ich auch schon ein bisschen was zur Technik zeigen. Da, Achtung, ich bin Systemadministrator von Haus aus, arbeite mittlerweile bei Spreadshirt in Leipzig, bin also ja, ein fauler Mensch geworden, deswegen benutze ich sowas wie Puppet, R10K, Vagrant und was es da nicht so alles gibt, weil sonst muss ich Arbeit doppelt und dreifach machen, das macht man einfach nicht. So, wie man hier sieht, geht das hier auch schon los. Das ist im Grunde meine Umgebung und ich mache es jetzt einfach hier mal vor, ich zeige es gleich nochmal in der Folie. So, da starten wir mal unseren Server.
geht auch schon los, wunderbar. Also, was brauchen wir, um unseren Server zu starten? Wir brauchen ein VirtualBox, das haben wahrscheinlich die meisten schon auf ihren Rechner eh installiert, weil es eine ganz praktische Sache ist. Dann brauchen wir ein Tool, womit wir VirtualBox fernsteuern können, das ist in dem Fall Vagrant. Wir brauchen ein bisschen Source-Code oder ein Repository, wo drin steht, was halt Vagrant mit nun tun soll. Das ist auf meinem GitHub-Account zu finden, das Projekt habe ich dann mal Synboot genannt. Und dann das, was ich eben gerade schon gemacht habe, Vagrant App Server, das startet uns letztendlich den Server. Ja, was zur Hölle passiert jetzt? Im Grunde genommen habe ich es eben schon kurz erwähnt. Wir richten uns einen Server ein. Das heißt, das Vagrant nimmt ein nackiges Linux, da ist nichts weiter drauf und wir wollen jetzt einfach einen für uns angepassten Server am Ende haben. Das heißt, wir installieren uns irgendwie ein bisschen DHCP, DNS, TFTP, machen da irgendwas mit LVM, richten uns als ASCII-Target ein und installieren uns IPXE. Ja. LVM, viele werden es kennen, für die, die es nicht kennen, LVM ist ein System, was dafür da ist, Festplatten zu verwalten. Man nimmt halt eine oder mehrere Festplatten, fasst die zu einer logischen Gruppe zusammen, einer sogenannten Volume Group, und kann dann in dieser Volume Group beliebig viele einzelne Volumes, sprich Partitionen, wenn man so will, anlegen. Das sind dann sogenannte Logical Volumes. Für uns wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass wir von diesen Logical Volumes Snapshots machen können. Das heißt, wir können die zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren, um zum Beispiel ein System-Update machen zu können und dann gegebenenfalls, falls da irgendwas schiefgegangen ist, das einfach wieder zurückzurollen. Deswegen ist LVM an der Stelle einfach unser Freund. Ja, DNS, DHCP, TFTP, denken viele, oh mein Gott, das sind jetzt viele Serverdienste, da muss ich ganz viel machen. Tatsächlich gibt es aus dem Router-Umfeld ein kleines Programmchen, das nennt sich DNS-Mask. Das bringt alles drei mit, da ist nicht viel zu tun. Das verwenden wir hier in der Umgebung halt auch. Ja, nicht weiter spektakulär. Ein bisschen spezieller wird es dann bei dem IPXE. Einige von euch werden sicherlich den PXE-Boot aus dem BIOS her kennen, wo man dann sagt, ha, ich will Netzwerkboot machen und dann taucht da irgendwie was mit PXE auf. IPXE ist eine Erweiterung dazu, die man wiederum per PXE nachlädt oder nachladen kann. Es gibt da mehrere Optionen. Und dieser Bootloader kann eine ganze Menge mehr, was ein normaler PXE-Bootloader kann. Ein normaler PXE-Bootloader kann halt nur in Anführungszeichen TFTP. Der kann DHCP, DNS, er kann Dinge von HTTP nachladen, natürlich auch von TFTP. Und für uns ganz wichtig, er kann sich mit ASCII-Festplatten verbinden. Und das machen wir halt auch. So, ja, ASCII, wir benutzen den STGT. Die meisten Linux-Pakete heißen der Einfachheit halber nur TGT, warum auch immer. Und was wir machen, wir nehmen uns so ein logisches Volume, also eine Partition, und sagen, bitte mach mir daraus eine ASCII-Festplatte. Das sind im Grunde genommen diese fünf Zeilen hier, nicht weiter spektakulär. Der STGT bringt eine schöne Sache mit, die ich gerne verwende. Und zwar können wir die Festplatten read-only machen. Das heißt, wir können die wie so eine Art DVD-CD behandeln. Das machen wir natürlich im ersten Schritt nicht, also read-only 0, weil wir wollen ja irgendwie was installieren, wir wollen damit arbeiten. Aber später, wenn das Client-Image fertig ist, setzen wir das auf Read-Only, damit ist es unveränderlich, damit können die Schüler tun und lassen, was sie wollen. Sie werden uns den Server und damit die Syn-Client-Umgebung in keiner Weise manipulieren können. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim Server fertig. Wir können noch mal ganz kurz reinschauen. Man sieht, es ist durchgelaufen, ich will auf die Details gar nicht eingehen. Der Source-Code ist da, das sprengt einfach den Rahmen, wenn wir das machen. Hier wurde jetzt die Netzwerkkarten konfiguriert, der DNS-Mask wurde installiert, es wurde ein DHCP-Server konfiguriert, der TFTP-Server wurde konfiguriert. Die LVM-Partition wurde eingerichtet, der TGT wurde installiert, die Freigabe wurde konfiguriert. Wir haben ein paar Verzeichnisse angelegt, das war's auch. Also es ist wirklich nicht viel. Der Fehler hier unten, den kann man ignorieren, das ist, weil ich das gerade nur ein zweites Mal durchlaufen lassen habe. Also das funktioniert tatsächlich bei euch auch. Ich habe es gestern noch bei mir komplett gelöscht und neu durchlaufen lassen, das lief. Ja, zum Client. Wir wollen einen Client starten, weil eigentlich geht es ja um Syn-Clients. Das heißt, wir machen das mal. Da sieht man noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, er macht es auf dem richtigen Monitor. Ja. Da habe ich jetzt das Vagrant gesagt, er soll das VirtualBox mal im Vordergrund starten. Jetzt sieht man hier das IPXE, das ist jetzt in der VirtualBox schon drin. Jetzt kommt mein IPXE. Das verbindet sich jetzt und lädt ein Menü. Das habe ich jetzt der Einfachheit halber eingebaut, damit wir da schalten können. Tatsächlich würde man das später, wenn man das für die Schüler anbietet, diesen Schritt, das Menü einfach nicht zeigen. Das blendet man komplett aus, da gibt es keine Auswahlmöglichkeit, das bootet direkt in das Image hinein. So, wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann verbinden wir uns mit der ASCII-Festplatte. Und wie man sieht,
sind wir in einem normalen Linux. Wir haben einen Grub. Wir haben quasi von einer entfernten Festplatte den Master Boot Record geladen und haben den in unseren lokalen BIOS an die Adresse 0x80 geschrieben und gesagt, geh mal zum nächsten Medium weiter. Und voilà, da ist ein Master Boot Record und den nutzen wir jetzt einfach. Und dann bootet ein ganz normales Linux. Da ist jetzt fast keine Magie mehr bei, bis auf, dass wir uns jetzt natürlich nochmal in der Init-RD auch nochmal mit der iSCSI-Festplatte verbinden. Das tun wir jetzt hier viermal, weil wir 4 Gigabit-Interfaces emulieren. Dann kommt jetzt hier schon das AUFS. Das ist aber eigentlich alles in Anführungszeichen langweilig. Und dann sollte auch gleich, voilà, das X kommen. Und ein Anmeldebildschirm sollte auch da sein. Das ist jetzt hier alles bei mir virtualisiert, ist deswegen von der Geschwindigkeit her so nicht ganz so ernst zu nehmen. Weiß ich nicht, ob es denn in der wirklichen Umgebung jetzt so schneller oder langsamer ist, müsste man ausprobieren. Das haben wir mit dem 14.04 noch nicht in der Schule installiert. Ja, nochmal zusammengefasst, was haben wir jetzt gerade gesehen? Also wir haben einen Netzwerkboot gesehen, wir haben gesehen, wie wir das iSCSI uns damit verbunden haben. Wir haben ganz kurz gesehen dieses AUFS, ich zeige es gleich nochmal genauer, dass wir halt die schreibenden Sachen umleiten und den ganz normalen Boot. Ja, zu den Clients nochmal im Detail. Also wir hatten das Problem, wir hatten nur diese 5.000 Euro oder 5.500 Euro. Das ist ein echt knappes Budget, da muss man echt überlegen, was macht man jetzt. Und eine Idee, die relativ schnell aufkam, ist einfach, was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen, muss ich auch nicht kaufen. Ja, ganz einfach. Ja. Und deswegen, wir haben am Anfang überlegt, nehmen wir irgendwie Compact-Flash-Karten, machen wir es mit USB-Sticks, irgendwie sowas. Und das war alles doof und auch beim Update oder sowas hätte man immer irgendwie den Weg zu jedem einzelnen Rechner gehen müssen. Das funktioniert irgendwie nicht. So. Und das nächste, was halt war, ist halt, ja, dass wir irgendwie was sehr Einfaches brauchten. Und zu der Zeit kamen dann halt auch gerade diese Intel-Atom-Rechner auf. Die Netbooks waren damals voll hip. Und es gab eben auch von Intel dann halt diese Evolutionsboards, also diese relativ kleinen, günstigen Dinger. Die kamen irgendwie 60 Euro. Da musste man nur noch RAM draufstecken und war fertig. Ein kleines Gehäuse drumherum, das war's. Ja, wir haben Gehäuse mit externen Notebook-Netzteilen verwendet. Dadurch ist das also nochmal einen ganzen Tuck leiser. Ja, und auch hier, wir booten ein ganz normales Kubuntu. Also, ihr seid auch völlig frei. Ja? Also, wenn ihr auf Unity steht, mein Gott, dann bootet Unity. Ja, ja. Hier nochmal die einzelnen Schritte, die wir durchlaufen. Was ich jetzt hier nicht gezeigt habe, ist die Preseed-Installation. Wenn ihr das bei euch ausprobiert und ihr startet das erste Mal, dann habt ihr natürlich noch kein Client-Image, auf dem ein Masterboot-Record ist. Deswegen schlägt das fehl. Deswegen ist aber in diesem Setup ist eine Weiche drin, die dann sagt, hey, cool, dann mach doch mal eine Net-Install von dem Ubuntu. Und da ich keine Lust habe zu klicken, hier da ist die Datei, wo drin steht, was du machen sollst. So. IPXE, ist das noch Bordmittel oder nicht? Das IPXE ist ein Paket, was standardmäßig bei Ubuntu dabei ist. Wahrscheinlich auch bei Red Hat, SUSE sucht es euch aus. Das ist eigentlich mittlerweile Standard. Ich habe aber trotzdem die Sourcen genommen, weil ich etwas machen möchte, womit ich mir ein bisschen Arbeit spare. Der wesentliche Schritt, der passieren muss, damit das IPXE weiß, ich soll von der iSCSI-Platte booten, ist im Grunde genommen hier, dass ich sage, ich möchte SAN-Boot machen. Ich möchte mich mit dem Protokoll iSCSI verbinden. Es kann ein paar mehr Protokolle. Irgendwie eine IP-Adresse und dann den Namen von der Festplatte. Das war's. Mehr ist da nicht. Da ich jetzt aber die Konfigurationsdatei, sprich die man jetzt hier sieht, diese boot.ipxe, nochmal nachladen müsste, dazu müsste ich dem DHCP-Server eine ganze Menge Magie beibringen, habe ich keine Lust zu, ist irgendwie anstrengend. Wenn man das Ding kompiliert, kann man sagen, hey, pack doch mal bitte in diesen ipxe-Bootloader meine Konfigurationsdatei mit rein und lass mich damit in Ruhe. Deswegen vom Source. Aber das ist echt, ihr müsst da nichts installieren, einfach runterladen, make, das war's. Also Build-Utils installiert haben. Das sollte jeder schaffen. Ja, deswegen, also dieses Chainload war gestern, Chainload ist echt eklig, das will man nicht machen. Und das ist auch irgendwo fehleranfällig. Ja, Preseed, nur dass man es mal ganz kurz gesehen hat, also eine Preseed beschreibt letztendlich die Ubuntu-Installation, gibt es auch für, eigentlich kommt es original, glaube ich, von Red Hat, wo man einfach nur die Schritte vorgibt, was, wann, wie, wo installiert wird. Das hier ist jetzt das Beispiel für einen User, also man sagt halt, wie er heißen soll, Vorname, der richtige Nutzername, sein Passwort. Dann muss man halt hier sagen, ha, ich habe ein blödes Passwort genommen, ignoriere das mal und ja, ich möchte kein verschlüsseltes Home haben. Okay. iSCSI, in der Preseed-Datei steht hier sowas. Das heißt, wir verbinden uns viermal zu der Festplatte. Und was wir daraus kriegen, ist halt, dass wir, wenn wir uns dann verbunden haben, uns viermal mit einer Festplatte verbunden haben.
Diese vier Festplatten haben vier IP-Adressen, die jeweils eine andere Netzwerkkarte auf unserem Server sind. Dadurch können wir quasi zu allen vier Netzwerkkarten parallel reden. Das wird dann wichtig, wenn wir Multipass installieren, was auch die Pre-Seed für uns tut. Also wir sagen einfach nur in der Ubuntu-Installation, hey, ich möchte Multipass verwenden. Und dann verbinde ich mich viermal zu einer Festplatte, der kriegt mit, hey, das ist dieselbe. Und dann war's das. Und das Standardverhalten ist, wo steht, round robin. Das heißt, er verbindet sich immer, wenn er Daten haben will von der Festplatte, dann wird er immer eine von diesen vier Wegen auswählen. Wenn einer von den vier Wegen kaputt geht, dann lässt er den weg. Das heißt, es ist auch noch ein bisschen Fehlertoleranz drin, die wir zwar an der Stelle jetzt gerade nicht wirklich brauchen, ist aber nice to have. Tut nicht weh. Ja, und dann gibt es das AUFS. Viele, die jetzt schon mit Docker und so weiter rumgespielt haben, werden das wahrscheinlich kennen, aber das gibt es halt schon eine ganze Weile länger. Wie gesagt, 2008 haben wir damit angefangen, das gab es da auch schon. AUFS ist ein System, womit wir, wenn wir ein Verzeichnis haben, können wir quasi ein zweites Verzeichnis darüber legen und sagen, klebe die miteinander zusammen, so als ob das eins ist. Was wir jetzt hier machen, ist, wir machen das beim Booten des Linux-Systems innerhalb der Init-RD, also sehr, sehr früh beim Systemstart. Und sagen, wir machen uns ein temporäres Laufwerk, also ein Laufwerk, was nur im RAM existiert, mounten das nach Read-Write. Wir nehmen unsere eigentliche Root-Partition, mounten die nach Read-Only, mit dem Flag Read-Only. Also wir sagen auch im Client, nachher im Sync-Client, dass diese Partition Read-Only ist, also unveränderbar. Sie ist also nicht nur im Server unveränderbar, sondern auch auf dem Client unveränderbar. Und wir sagen, AUFS, klebt das bitte zusammen und mach mir daraus eine neue Root-Partition. Was jetzt passiert ist, Sie können sehr gerne Ihren Schülern die Root-Passwörter geben. Wenn Sie meinen, das ist toll und wenn Sie denken, dass die nicht was im Netzwerk kaputt machen. Aber wenn der Schüler meint, er möchte gerne einen Chrome haben und da ist nur der Firefox installiert, dann Root-Passwort hier, da steht, wie es geht, installiert er den Chrome nach. Solange der Client genug freien Speicher hat, weil das wird natürlich alles im RAM-Laufwerk abgelegt. Das Ganze verhält sich dann wie eine Live-CD. Bis auf eben, dass es die Live-CD nur einmal zentral irgendwo auf dem Server gibt. Kann ja jeder sagen, wenn jetzt einige denken. Leider Gottes haben wir nicht so ganz so viel Zeit, dass ich es wirklich zeigen kann. Ich würde gerne viel mehr zeigen, weil es funktioniert halt wirklich. Aber damit man mal eine Idee davon kriegt, wie einfach es denn tatsächlich sein kann. Also auch gerade für jemanden, der das dann zentral verwalten muss. Wir wollen mal ein System-Update machen. Okay, Schritt 1. Wir machen uns unseren Snapshot, den brauchen wir eh. Snapshot haben ist nie verkehrt, weil man weiß ja nie. Ich habe es mal hier aufgeschrieben, wir machen ganz normalen LVM-Snapshot. Keine Magie. Dann, wenn wir es noch nicht gemacht haben, setzen wir uns natürlich unsere Festplatte jetzt wieder auf schreibbar, weil sonst werden wir kläglich scheitern gleich im nächsten Schritt. Dann müssen wir das AUFS ausschalten. Das ist im Grub. Das können wir ja mal kurz. Da haben wir es. Ich bin jetzt mal ganz gemein. Reset-Knopf tut ja nicht weh, ist ja, ne, da ist ja keine Festplatte, die schreibbar ist. So. Wenn man im Grub drin ist, dann kann man ja hier editieren drücken. Und ziemlich weit unten gibt es diese hässliche magische Zeile, wo der Linux-Kernel drin steht. Und da wird quasi das AUFS-Tools Boot, wird dieses AUFS gleich TempFS, das wird da in diese Grub-Konfigurationen automatisch geschrieben, da muss man sich keine Gedanken machen. Aber wenn man das jetzt mal nicht haben will, dann muss man das natürlich entfernen und dann muss man Steuerung X drücken und dann bootet der jetzt so ohne das AUFS. Das ist unser dritter Schritt letztendlich. Unser vierter Schritt ist, wir haben ein ganz normal gebootetes Linux, wir können jetzt unser System-Update machen, eine Software nachinstallieren, das Hintergrundbild ändern, weiß der Geier, was auch immer gerade nötig ist. Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir das System natürlich neu booten, dann dieses AUFS gleich TempFS natürlich drin lassen, weil dann wollen wir wissen, haben wir es uns eventuell kaputt gemacht oder nicht. Wäre ja interessant. Gut, wir gehen mal davon aus, wir haben alles richtig gemacht. Dann machen wir Schritt 6. Wir setzen uns unsere iSCSI-Festplatte wieder auf Read-Only. Und damit ist dieses Image quasi serverseitig wieder eingefroren. Da passiert jetzt nichts mehr mit. Ja, das war's. Im Grunde genommen. Also wir haben ein System-Update gemacht. Das heißt, am nächsten Morgen kommen die Schüler in den Computerpool, schalten alle ihre Rechner ein und finden ihr neues LibreOffice oder was auch immer. Und das machen wir halt seit 5 Jahren. Der Mike, der halt noch in Ilsenburg ist, der fährt dann halt ab und zu mal hin, guckt mal nach dem Rechten, macht mal ein System-Update und dann ist auch wieder gut.
Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht ganz so dolle geschockt. Ich weiß, das war jetzt technisch, aber ich wollte nicht ganz so tief auf die einzelnen Dinge eingehen. Wie gesagt, der Source-Code ist da, ihr dürft euch das alles angucken. Ich bin auch nachher hier draußen noch irgendwo, ihr dürft mich gerne fragen. Worauf ich nicht eingehen werde in diesem Vortrag, ist insbesondere die ganze Nutzerverwaltung, weil ich weiß nicht, ob bei euch ein AD existiert, ob ihr Novel Groupwise habt, eDirectory, ob ihr ein OpenLDAP habt, ob ihr ein, was weiß ich, 389 Directory Server habt, ich weiß es nicht. Und ich wollte da keine Vorgabe machen. Die Frage war, ob wir bei dem Directory Service für die Benutzerverwaltung, ob wir da irgendwelche Magie tun. Also wir holen uns da nur die Benutzernamen und Passwörter. Also wir prüfen die gegen irgendeinen Server ab. Das kann man halt zum Beispiel mit OpenLDAP tun oder eben auch, indem man einen Samba und einen WinBind installiert, direkt gegen einen Microsoft AD zum Beispiel. Ja. Und eine weitere Zwischenfrage? Die Home-Verzeichnisse der einzelnen Schüler, die sind dann per NFS wieder schreibbar gemountet, oder? Kann man so tun, ja. Also wir haben das so gemacht, wir haben einen Gast-Account eingerichtet, mit dem sich die Schüler normalerweise automatisch verbinden. Dieser Gast-Account ist so konfiguriert, dass das Home bei jedem Abmelden wieder gereinigt wird. Das heißt, der Rechner kann anbleiben und die Schüler, die zur nächsten Unterrichtsstunde reinkommen, melden sich einfach wieder als Gast am System an und finden wieder den Desktop so vor, wie er eigentlich immer aussieht. Das heißt, der Lehrer vorne kann sagen, hier klickt das dritte Icon von oben und das ist dann halt immer, was weiß ich, der Firefox. Okay, ja? Aber der hat aber jetzt keinen NFS. Der Teil nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, natürlich für jeden Schüler oder jeden Lehrer einen eigenen Account einzurichten, in unserem Fall per OpenLDAP. Und da wird das Home Directory auf ein anderes Verzeichnis gelegt. Das muss ja nicht zwingend unter Home liegen. In unserem Fall ist es dann Home NFS und dann liegt es natürlich auf einem NFS-Share und ist dort dann halt quasi auch über alle Rechner hinweg gleich. Danke. Bitte. Ja, worauf ich auch nicht eingehen werde, ist an der Stelle der Print-Server und der File-Server. Das ist hinlänglich dokumentiert. Also ein CUPS einrichten, denke ich, kriegen wir alle hin. Ein Samba als File-Server, denke ich auch. Wir haben es vorhin kurz in dem Bild gesehen, was Mike gezeigt hat. Es gibt coole Tools, gerade für Lehrer interessant ist dieses iTalk und das ePopDesk. Das sind im Grunde genommen die NSA für Lehrer. Ja, also Sie als Lehrer sehen quasi vor sich an Ihrem Lehrer-PC alle Client-Monitore so in klein. Und kann halt sagen, die Porno-Seite, aber jetzt bitte mal nicht, geh mal. Ja, oder mach mal hier eine nette Nachricht hinschreiben, so von wegen du, du, du. Oder eben auch eine nette Funktion ist halt, wenn man dann mal was an der Tafel zeigen muss, dann klickt man auf den Knopf und dann werden bei allen die Monitore schwarz und es leuchtet so ein nettes Schloss auf und dann hat man hoffentlich die ungeteilte Aufmerksamkeit an der Tafel. Oder eben auch nicht. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Ja, das ist aber im Wesentlichen Installation und Konfiguration. Da ist ein bisschen Magie am Lehrersystem drin, weil wir halt mitkriegen müssen, der Lehrer bootet ja dasselbe Client-Image und meldet sich als Lehrer am System an und dann gucken wir, ob der in der Systemgruppe Lehrer ist und dann kriegt er halt zusätzlich ein Icon, wo denn das Programm drin ist, mit der entsprechenden Konfiguration für den jeweiligen Pool. Da ist ein bisschen mehr Magie drin, ja. Zum Nachmachen kann ich nur alle einladen. Einfach mal runterladen. Die Folien sind dann auch hoffentlich nachher als Shownotes irgendwie dabei, beziehungsweise im Stream. Einfach runterladen. Die Befehle sind alle drin. Wie gesagt, man muss sich eigentlich nur VirtualBox und Vagrant installieren. Dann kann man auch schon loslegen. Was kommt noch? Das ist halt so die interessante Frage. Man ist mit den ganzen Dingen nie so wirklich am Ende. Ich möchte ganz gerne das Image so aufbauen, dass ich mehrere Pools habe, die in unterschiedlichen Netzen sind, wo trotzdem das Booten von einem Image funktioniert. Momentan muss man da sehr viel Mauscheleien machen, dass das funktioniert. Am Ende ist es einfacher, das zu routen, aber Routen hat dann wieder, dass man dann irgendwie durch dieses Nadelöhr namens Router muss, der hat dann nur ein Gigabit-Interface oder so, das ist alles nicht schön. Deswegen, da muss irgendwie was passieren. Bei den Snapshots. Ich hätte ganz gerne eine Möglichkeit, dass wenn ich so einen Snapshot angelegt habe, ich in diesem Menü die Möglichkeit habe, diesen Snapshot direkt auszuwählen und zu sagen, hier boote mal da rein, weil ich weiß nicht mehr, was ich vor 5 Jahren da mal gemacht hatte und ob da Dinge funktioniert haben, die aus irgendwelchen Gründen heute nicht mehr funktionieren und was da anders war. Das hätte ich vielleicht gern. Und was halt auch für Schulen, gerade mit knappem Budget, echt interessant ist, wir haben das mal probehalber bei einem Freund von mir ausprobiert, das ganze System hat auf einer Synology funktioniert. Ja. Ist dann natürlich mit dem RAM ein bisschen knapp und so eine Synology hat unter Umständen nur 2 Gigabit-Interfaces, aber mein Gott, für einen kleinen Pool wird das reichen. Ne?
Also ich will jetzt hier keine Werbung für Synology oder QNAP machen, aber da ist man halt sehr einfach root auf den Dingern und kann dann halt mauscheln. Von dem her ist das für eine Schule mit einem etwas knapperen Budget ganz interessant, vor allem, weil auch die Benutzerverwaltung durch diese Systeme zentral schon drin ist. Da muss man nicht viel machen, das wird einem geschenkt. Da hinten ist eine Frage. Das Update-Prozedere erschien mir jetzt ein wenig umständlich. Könnte man da nicht einfach einen CH-Root zum Beispiel reinmachen und dann Paket aktualisieren? Oder? Man könnte das auch mit einem Change-Root machen, ja. Aber wenn es dann zum Beispiel zu einem Group-Update kommt, also wenn der Kernel geupdatet wird, dann ist das mit dem Change-Root immer so eine Sache, mit dem MBR neu schreiben. Also ich würde an der Stelle immer empfehlen, das AUFS einfach für den Moment auszuschalten. Sicherlich, wenn es nur darum geht, eine einzelne Software nachzuinstallieren, dann kann man natürlich das Read-Only auf dem iSCSI-Server ausschalten, kann dann in dieses Verzeichnis RO mit einem Change-Root reinwechseln und dann das Paket installieren. Das wird funktionieren, wollte ich jetzt aber hier nicht erläutern, weil es ist schon so ein bisschen advanced, da muss man sich dann mit CH-Root beschäftigen. Der Ansatz, den ich hier gezeigt habe, der ist so mehr generell, der funktioniert halt immer. Dann noch einen zweiten Teil. Wie macht man denn überhaupt das Client-Image fertig? Das Client-Image wird halt per Preseed installiert. Also, ich habe das jetzt hier nicht gezeigt, weil das halt ein bisschen zu weit geht, aber es gibt halt eine Fehlerweiche drin. Der versucht halt, den Client zu booten und wenn das fehlschlägt, dann wird er in eine Netinstall umgehen. Also ganz normal per TFTP einen Kernel und eine Init-RD laden, die halt eine Ubuntu-Netinstallation, also im Wesentlichen die CD, ausführen. Und dann gibt es diese Preseed-File, wo halt drin steht, ich möchte Multipath haben, ich möchte auf einer iSCSI-Disk installieren, die soll so und so heißen, das sind die IP-Adressen dahin, ich möchte einen User haben, der so und so heißt und die Software soll installiert werden. Das heißt, das passiert alles, ohne dass man da großartig interagieren muss. Es gibt eine Stelle, das habe ich vergessen, bei dem iSCSI gibt es in der Preseed irgendwie, ich habe es noch nicht gefunden, falls einer von euch das weiß, eine Stelle, da muss ich momentan noch einmal Enter drücken, ja, ich möchte mich damit verbinden. Das konnte ich noch nicht automatisieren. Ich würde mal ganz kurz eben zurückkommen zu der Frage mit den vielen Netzwerkkarten. Du hast ja gesagt, mehr Netzwerkkarten und machst das aber nur beim Server, wenn ich das richtig verstanden habe, um mehr Durchsatz zu erreichen. Ja. Warum gehst du auf iSCSI Multipath und machst nicht einfach auf der anderen Seite ein Bonding am Server? Das ist eine interessante Frage. Der Grund war ein ganz einfacher. Was kosten Switches, die Bonding können? Also LACP. Also wir reden ja davon, dass wir irgendwo einen Switch haben, mit dem wir uns mit einem Trunk hinverbinden müssen oder einem Bond. Da können wir jetzt natürlich die Standardmodi wie Round Robin oder sowas nehmen. Die sind aber nicht so performant. Oder ALB gibt es auch als Bond-Modus, der dann halt über die MAC-Adressen geht. Das ist alles nicht wirklich performant. Und dann haben wir das Problem, dass wir, wenn wir denn LACP haben wollen, was dann wirklich ein bisschen schneller und angenehmer wäre, dann brauchen wir Switches, die das können. Switches, die LACP können, liegen so in der, sag ich mal, 300-400-Euro-Klasse mindestens, eher mehr. Was wir hier brauchen für die Technik, ist ein dummes Switch. Das muss genau gar nichts können. Okay, danke für den Hinweis. Ja, ich komme aus dem Forschungsumfeld. Unsere Switches kosten normalerweise noch ein paar Euro mehr und deswegen, das sind solche Features. Also, ich sag mal so, man kann sich das Multipass klemmen, wenn man denn Switches hat, die das können. Klar. Okay, danke. Ich hätte auch noch mal eine Frage zu dem Update-Prozedere. Warum habt ihr letztendlich nicht einfach zwei iSCSI-Targets bereitgestellt, eins mit Read-Only und eins mit Read-Write und darüber einfach gebootet? Ja, würde grundsätzlich gehen. Man müsste dann halt eine Weiche in diese Boot-PXE machen. Das heißt, man müsste halt feststellen, was will ich jetzt gerade? Möchte ich mich zu dem Read-Write oder Read-Only verbinden? Oder man müsste halt sagen, ich habe einen Rechner mit der MAC-Adresse, der verbindet sich immer zu dieser Read-Write-Geschichte. Weil das eben mein Update-PC ist zum Beispiel, würde sicherlich auch gehen. Das ist jetzt halt nur der Einfachheit halber so entstanden. Also man ist da ja flexibel. Wie gesagt, nachbauen, verändern, verbessern. Jeder ist da völlig frei. Gerne. Wie macht ihr das denn mit den Rechnernamen? Haben alle Rechner den gleichen Namen im Netzwerk, oder? Also momentan gibt es da einen Hack, weil ich es nicht besser wusste. Und zwar... was wir gemacht haben, ist, wir haben im DHCP-Server alle MAC-Adressen eingetragen und geben den MAC-Adressen eine statische IP-Adresse. Das heißt, jeder Client hat immer dieselbe IP. Und dann gibt es ein Init-Skript, was beim Booten hochfährt und guckt, welche MAC-Adresse habe ich. Das haben wir dann in das Client-Image gebaut und setzen danach den Hostnamen. Das ist irgendwie ziemlich oldschool und macht man heute eigentlich auch nicht mehr. Es gibt jetzt zwei Varianten, die interessant sind. Eine Variante ist, dass man quasi beim Hochfahren einen Reverse-Lookup auf die eigene IP-Adresse im DNS macht. Und sich danach quasi seinen Namen holt.
Oder aber die DHCP-Server bieten die Möglichkeit, dass man auch einen Hostnamen mitsenden kann. Und da gibt es wiederum in der Init-RD zum Beispiel den Mikro-DHCP-Client, also UDHCP-Client oder DHCPC oder so heißt er. Und der kann einen DHCP-Request machen, setzt aber selber keine IP-Adresse, sondern schreibt nur Umgebungsvariablen. Und eine dieser Umgebungsvariablen ist der Hostname, den der DHCP-Server dem Client mitgeteilt hat. Und dann könnte man halt in der Init-RD zu einer geeigneten Stelle quasi einfach die Werte setzen. Das habe ich bei einem anderen Setup auch schon mal gemacht, aber das konnte ich jetzt hier nicht so einfach übernehmen, weil das bei einer Firma passiert ist, wo ich vorher mal gearbeitet habe und so mit den Rechten so eine Sache. So, Frage war, wie viel RAM haben die Clients? Momentan 2 GB RAM. Ich würde empfehlen, mittlerweile eher auf 4 GB zu gehen, weil ja, die Digitalkameras werden insbesondere besser und wenn die Schüler so PowerPoint-Präsentationen oder Impress-Präsentationen oder wie auch immer machen, dann kommen die nicht auf die Idee, die Bilder vorher klein zu rechnen. Also, das ist halt schade. Und dann reicht halt der RAM einfach nicht. Okay, dann vielen Dank, Ansgar. Ich hoffe mal, die meisten von euch werden mehr verstanden haben als ich. Wegen dieser Update-Geschichte nochmal aus Sicht des Nicht-Informatikers. Wir sind in einer Schule. Wir haben mit Lehrern zu tun. Also alle, ja, ich muss, glaube ich, gar nicht noch mehr sagen. Also sollte alles sehr, sehr simpel gehalten werden und ein umständlicher Weg, den man aber verstehen und nachvollziehen und erklären kann, ist denn besser als eine ganz schicke Lösung, wo, wenn die mal nicht geht, keiner weiß, was er jetzt machen soll. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, den wir da haben. Was haben wir jetzt davon? Also wir haben halt ein System für beliebig viele verschiedene Rechner. Was wir bei uns noch machen müssen, war eben gerade die Frage, wir müssen die MAC-Adresse in den DNS-Server oder DHCP-Server eintragen, wie auch immer. Ich habe mir aufgeschrieben, wie das geht und wo das geht, wie das genau heißt, keine Ahnung. Es funktioniert, das ist für mich halt das Wichtigste. Wir können einfach einen Rechner dazustellen, die MAC-Adresse eintragen, schließen ihn ans Netzwerkkabel an, drücken auf den Einschaltknopf und er läuft. Und das ist eine sehr schöne, praktikable Geschichte, was man auch jemanden, der überhaupt nichts mit der Technik zu tun hat, beispielsweise Lehrer, auch ganz schnell erklären kann. Es ist halt deswegen keine Installation mehr nötig. Die Updates sind sicher und auch umkehrbar durch die Snapshot Geschichte und der Kernel ist im System drin, das soll wohl auch für irgendwas gut sein, ich habe keinen Plan. Und das, was ganz wichtig ist, ist der letzte Punkt, es ist unkaputtbar. Es läuft seit 5 Jahren, es wurde nichts dran verändert, es hat nicht ein Schüler mal irgendwas hinbekommen, was zu verändern, verschieben, sonst irgendwas. Die gehen jeden Tag in das Kabinett rein, drücken auf die Einschaltknöpfe und das Ding läuft. Und darauf sind wir ziemlich stolz. Die Kosten bei uns kann ich gerade hier bei laufender Kamera nichts zu sagen. Sprecht uns einfach an. Wir können genau sagen, was so ein Client kostet, was der Server kostet. Nur es gibt vom Landkreis Vergaberichtlinien und Fördermittelrichtlinien und sonst irgendwas. Unter 4 Augen geht das alles besser. Software, die läuft, ist normales Standard Ubuntu, Long-Term Support. Aktuell ist 12.04 bei uns, 14.04 ist noch nicht drauf, weil parallel dazu auch an der Serverarchitektur der Ansgar irgendwas ändern will. Deswegen schieben wir das noch so ein bisschen vor uns her. Und ja, am häufigsten benutzt im Unterricht wird der Firefox. Für Internetrecherche gehen die Kinder gehen rein, für Geschichtsunterricht, Geografieunterricht, Biologie, schlagt mal irgendwas nach, recherchiert mal, was gibt's denn da alles. Und interessant zu sehen war das mit den Lehrern. Also 3 Gruppen Lehrer, die Aufgeschlossenen, die Ängstlichen und die Voreingenommenen. Das ist was Neues, das will ich nicht. Und interessant zu sehen im Laufe von 4, 5 Jahren, wie sich doch die Personenstärke der Gruppen so verändert hat. Und wie dann auch die Ängstlichen mal gesagt haben, mit einem aufgeschlossenen Lehrer zusammen doch mal in den Pool zu gehen. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und auch wenn es ein bisschen anders aussieht als zu Hause, funktioniert. Wir haben das komplette Edubuntu-Paket drauf. Es wird aber nur sporadisch genutzt. Also gibt es ja so Programme für Chemie, wo man so Moleküle bauen kann. Und für Astronomie mit dem Sternenhimmel und so. Das wird sporadisch benutzt. Und hauptsächlich sind die Sachen, die ich da oben hingeschrieben habe. Da habe ich jetzt schon was vorausgenommen, aber nicht sehr clever. Gut, also hier nochmal das Gleiche, was noch dazu kommt, ist diese Lego-Geschichte. Da möchte ich auch mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt das IT-Projekt Münster, ein Carsten Hannig,
Der hat also für diese Lego-Roboter, da gibt es eine Software für, also eine grafische Programmieroberfläche, die haben wir unter Linux nicht zum Laufen bekommen. Also trotz Anstrengungen mit Wine, mit Crossover Office und allem Möglichen haben wir uns viel Mühe gegeben, es war nicht zum Laufen zu kriegen. Und da gibt es ein Programm namens TuxMinds, was also eine Open-Source-grafische Programmieroberfläche ist für diese Lego-Roboter. Und das wird im Rahmen einer AG Technik in der Schule intensiv benutzt. Unsere Zukunftspläne, ich erwähnte es schon, das Update auf Kubuntu 14.04, was irgendwann kommen wird, eine Erneuerung der Mainboards. Es gibt diese Mini-ITX-Mainboards inzwischen mit einem Celeron, mit einem K1900 oder so ähnlich. Oder J1900 wäre ein Geschwindigkeitszuwachsfaktor 4 oder 5. Also würde richtig Leistung bringen, aber dazu müsste das UEFI-Problem gelöst werden. Soweit ich das mitbekommen habe, ist im Moment unmöglich, mit einem UEFI-Mainboard von einer ISCSI-Freigabe zu booten. Irgendwas mit Signaturen zu tun, das wissen die meisten hier besser als ich. Und sonst sind wir in der Schule inzwischen immer Ansprechpartner um Erweiterung der Schultechnik. Wir haben ja nicht nur die Pools gebaut, wir haben noch im Sekretariat sitzt, dann auch im Verwaltungsbereich ein neues Switch mit Gigabit-LAN, haben wir Kabel hingelegt, haben inzwischen 6 WLAN-Access-Points in der Schule angebaut mit einer Radius-Authentifizierung. Mittlerweile hat fast jeder Lehrer so ein Tablet und benutzt dann das WLAN und es ist also schön zu sehen, wie das alles so wächst und sich entwickelt. Und damit sind wir am Ende. Erstmal, wir hätten noch ein Video, wenn wir das mit dem Ton hinkriegen. Ein Video mit schönen Grüßen aus der Schule, wo heute leider niemand hier sein konnte. Da kommt gleich noch was mit in dem Video vom Direktor, dass wir so ein paar Samen ausgesät haben, die so ganz langsam anfangen mit Keimen, dass sie jetzt auch mal verstehen, dass das so was Open-Source-Software ist und wie das alles so funktioniert. Aber zu 99% ist es eine Kostenfrage. Also wir haben jetzt, ich habe gerade mit dem Direktor gesprochen letzte Woche, die haben das Budget nochmal 2% gekürzt. Wir sind jetzt bei unter 10 Euro pro Schüler und Jahr für Lehrmittel. Unter 10 Euro. Ja, und das gibt es denn so Sachen, da gibt es 1200 Euro im Schulhaushalt. Die verteilen sich auf 4 Fachbereiche. Und einer davon ist Informatik. Dann kriegen wir 300 Euro für ein Jahr. Das ist als eine der reichsten führenden Industrienationen auf diesem Planeten, ist das faszinierend, wie wir die Bildung so hinreiten. Ja, bitte. Ich habe auch schon zweimal die Erfahrung gemacht, in Schulen das einzurichten. Das erste Mal ist es, also beide Mal aus Kostengründen gestartet, das erste Mal ist es auch ziemlich in die Hose gegangen. Beim zweiten Mal bin ich hingegangen, habe von Anfang an gesagt, also Leute, wir machen das sehr gerne, ich unterstütze euch da sehr gerne dabei, aber nur unter einer Prämisse, und zwar, ich fange erstmal an und wir unterhalten uns erstmal mit den Lehrern, wir holen die Lehrer ins Board. Und das war auch das hält jetzt auch mittlerweile schon 3 Jahre fast, und ich habe auch festgestellt, ich glaube, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade eben schon angesprochen hast, das ist das ganz Wichtige, also das Problem ist bei den meisten Leuten, es ist Technik, es ist unbekannte Technik, oh Gott, Angst davor, und dann kommen natürlich dann sofort die Ressentiments und dann kommen dann die ganzen Probleme, die wir auch bei Pegida sehen und so, aber ja, es ist halt einfach eine totale Ablehnung. Und als ich es dann geschafft habe, tatsächlich wirklich mal in einem Gespräch erstmal komplett ohne Computer die Leute davon zu überzeugen, das ist nichts Schlimmes, das beißt nicht, das tut nicht weh, war die Akzeptanz unter der Lehrerschaft sofort viel größer, und ich glaube auch, dass das beim zweiten Mal deswegen viel, viel besser geklappt hat. Also um da ganz kurz technisch einmal reinzugrätschen, wir hatten auch ein bisschen den Vorteil, dass wir halt zu der Zeit, wo wir das ausgerollt haben, Microsoft Office gerade diese schicke neue Oberfläche mit diesem Datei-Button, was dann so ein Windows-Logo irgendwie war, eingeführt hat. Und wir ganz einfach gesagt haben, ich glaube, der Mike hatte das neue Office auf seinem Laptop und ich habe halt OpenOffice damals noch, gab es noch kein LibreOffice, gezeigt gehabt und habe dann gesagt, also passt auf, ihr habt hier Microsoft Office 2000, hier habt ihr ein LibreOffice, hier habt ihr das neue Microsoft Office, bedient's doch mal. Und die kamen halt mit LibreOffice von vornherein klar, weil sie das mehr oder weniger kannten. Das war so ein bisschen, was uns an der Stelle natürlich so ein bisschen mit in die Taschen gespielt hat, dass halt, ich sag mal, Linux an manchen Stellen so ein bisschen altbacken ist. Also im ganz, ganz, ganz zentral auf den Punkt gebracht, wir hatten Glück, dass keiner in der Schule von Technik irgendeine Ahnung hatte.
Und die waren echt heilfroh, wo wir da um die Ecke kamen. Oh, ihr könnt Computer. Macht, nehmt das Geld, kauft irgendwas, wir vertrauen euch. Macht das, Hauptsache, wir müssen es nicht selber machen und hinterher geht's nicht. Und wir haben den schwarzen Peter. So, jetzt noch ganz schnell das Video, sonst schaffen wir es nicht mehr. Guten Tag, Herr Dr. Küchler. Sie sind ja Schulleiter an der Goethe-Schule Ilsenburg. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Computerkabinetten und mit der freien Software gemacht? Nach den doch recht differenzierten Erfahrungen, die vorher im Windows-Bereich waren, also die Computerkabinette waren immer schnell eingerichtet, aber dann fehlt es an Software, an Betreuung, Schwierigkeiten mit Viren, öffnete sich durch Linux eine ganz andere Welt. Natürlich war es ein Riesenaufwand, durch die Linux-Gruppe Wernigerode das zu installieren, einzurichten, mit den Schülern zusammen aufzubauen. Aber nach Anfangsschwierigkeiten läuft das optimal. Software, die kostenfrei ist, ist sowieso sehr günstig für die budgetknappen Schulen. Und ich kann nur jedem raten, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, zu überdenken, ob nicht Linux für den öffentlichen Bereich Schule die bessere Lösung ist. Vielen Dank. Bitteschön. Ich unterrichte den Informatikunterricht in der Schule. Ich muss sagen, dass ich mit dem System, dem Linux-System hier sehr zufrieden bin. Das hat mehrere Vorteile, dass wir mit Linux arbeiten. Kennt ja im Prinzip fast jeder, dass wir wenig mit Viren zu tun oder gar nichts mit Viren zu tun haben. Dass die Rechner alle gleichzeitig hochfahren bzw. auch gleichartig aussehen vom Desktop her. Und das macht sich gerade im Bereich Informatik besonders gut. Die Anfälligkeit des Systems ist scheinbar nicht gegeben, sage ich mal. Und wenn kleine Fehler auftauchen, haben wir Gott sei Dank jemanden in der Linux-Gruppe, der auch immer uns wieder hilfreich beiseite steht. Also bis jetzt können wir nur Positives sagen. Machen wir es mal Schnitt. Danke. Ja, wir fragen natürlich auch die Lehrer, wie sind denn ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Computerkabinett an der Schule? Ja, eigentlich recht positiv. Durch die Hilfe von Herrn Breitenstein habe ich eine ganze Menge dazugelernt. Ich nutze das Internet jetzt zu Hause auch des Öfteren. Ja, für die Unterrichtsvorbereitung, dass ich mir da mal was anschaue und auswähle. Wir haben ja umgestellt auf Linux und auf freie Software. Gibt es da Probleme? Ja, das sieht zu Hause ein bisschen anders aus, sodass ich da teilweise Probleme habe, hier in der Schule mit dem PC besser klarkomme als zu Hause. In welchen Unterricht gehen Sie denn mit Ihren Klassen in die Computerräume? In Hauswirtschaft war ich, im Geschichtsunterricht möchte ich jetzt gehen mit der 7. Klasse. Ja, und im Deutschunterricht habe ich es auch schon genutzt. Vielen Dank. Darf ich mal fragen, was du gerade machst? Eine Ausarbeitung zum Thema Ressourcenverknappung, Boden begrenzt, verfügbar, vielfach gefährdet. Wir haben ja Linux in unserem Computerkabinett. Wie kommst du mit dem Betriebssystem und mit den Programmen klar? Geht so. Ich finde es irgendwie komisch. Ich habe was anderes. Und was ist komisch? Na, die Handhabung an sich so und dass alles irgendwie ein bisschen veraltet ist. Mhm. Kannst du trotzdem mitarbeiten? Ja, geht. Wenn man sich dran gewöhnt hat. Ich meine, ich bin jetzt schon eine Weile hier auf der Schule. Ne? Ich danke dir. Ja, kein Ding. Hallo, wir machen eine kleine Umfrage zur Nutzung des Computerkabinetts an unserer Schule. Welche Erfahrungen hast du denn? Also es macht Spaß und man lernt was dabei. Und was die Nutzung der Programme anbelangt, also Linux ist ja ein bisschen anders als das, was du zu Hause hast und auch die Programme sind ja ein bisschen anders. Ich habe Linux zu Hause. Ah, klasse. Warum habt ihr euch für Linux entschieden? Weil man da weniger Viren drauf ziehen kann als bei Windows. Also es ist eben eine 2%ige Chance, dass man da Viren bekommt. Und weil ich persönlich kann mit dem Programm besser umgehen. Es ist nicht überladen, so wie Windows. Man muss nicht alles extra runterladen. Das ist vielleicht ein Haufen Arbeit, aber ich finde das persönlich besser. Dankeschön. Bitte. Hier ist auch ein fleißiger Computernutzer. Welche Erfahrungen hast du denn im Umgang mit Linux und den freien Softwareprogrammen im Computerraum bei uns an der Schule? Ich habe Linux bisher nur Textverarbeitung gemacht und war im Internet, also habe da Recherchen gemacht und komme damit eigentlich sehr gut klar. Also hat kaum Unterschiede festgestellt zu Microsoft-Produkten? Ja, kaum Unterschiede. Das finde ich eigentlich dasselbe. Man schreibt eigentlich bloß vielleicht halt so Details, einzelne Details sind da vielleicht anders, aber sonst ist eigentlich das Gleiche, finde ich. In welchen Fächern seid ihr denn am meisten im Computerkabinett? Geografie.
Gut, danke. Sehr, sehr schön. Also ist nicht gestellt, mitten aus dem Leben gegriffen und ein bisschen Glück gehabt bei der Auswahl der Schüler, wie es aussieht. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wie habt ihr die Eltern überzeugt? Glücklicherweise gar nicht. Was wir ganz zum Anfang gemacht hatten, ist, dass wir mit Alt-Hardware aus der Luke quasi so ein Demo-Setup gebaut haben mit 3-4 Rechnern und haben das den Lehrern quasi vorgestellt, also den Informatiklehrern und dem Schulleiter, was dann letztendlich auch der ausschlaggebende Grund war, weswegen wir überhaupt über die 5.500 Euro da verfügen durften, weil ist halt nicht selbstverständlich, dass so eine Schule mit seinem knappen Geld, was sie überhaupt haben, dann mal zu irgendjemandem um die Ecke kommt und sagt, ihr seid keine Firma, ihr seid gar nichts, macht aber. Von dem her haben wir an der Stelle schon Überzeugungsarbeit geleistet. Es gab natürlich die Diskussion, das ist ja kein Microsoft Word, das ist kein Excel, das ist nicht das und das. Und dann kann man aber auch mal in den Rahmenlehrplan gucken und da steht nicht Microsoft Excel, da steht nicht Microsoft Word, sondern da steht Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Ja. Da muss man dann an der Stelle auch ein bisschen hartnäckig sein. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, da war dann noch der Vorteil, dass halt gerade Microsoft am Design eine ganze Menge geändert hatte, sodass das an der Stelle uns ein bisschen in die Hände gespielt hat. Bei der Elternschaft war es insofern, glaube ich, dass halt der Elternbeirat bzw. halt der Schulförderverein zumindest dann nach einer Weile halt mitgekriegt hat, dass das funktioniert, dass die Schule auf einmal ein neues Kabinett hat, womit die Schüler arbeiten können und vor allem auch besser arbeiten können. Ich meine, wir reden da vorher von einem 10-Base-T-Netzwerk und irgendwie Pentium, MMX, irgendwas. Ja, also da war eine Internetrecherche eigentlich nicht mehr möglich, weil eine aktuelle Internetseite einfach schon mehr RAM gefressen hat als das, was die Systeme zur Verfügung hatten. So dass es dort dann halt eben auch diverse Spenden seitens der Elternschaft gab, um das eben auch weiter ausbauen zu können. Also man hat es ja gesehen, wir hatten am Anfang pro Bankreihe nur 3 Systeme. Das wurde dann halt nachträglich nochmal auf 4 Systeme ausgeweitet, sodass halt quasi jeder Schüler einen eigenen PC hatte. Das war vorher nicht selbstverständlich. Ja, da haben sich immer 2-3 Schüler einen PC teilen müssen. Also von dem her sind wir da an der Stelle, ich denke, ganz gut mit den Eltern dann letztendlich indirekt zurechtgekommen. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man das heute neu angehen würde, ob man das von vornherein anders machen würde. Es war damals auch angedacht, das haben wir aber dann nie umgesetzt, weil es dann doch kein Bedürfnis mehr gab, einen Windows Terminal Server einzuführen und die Kites dafür zu kaufen und dann halt den ganzen Kram zu machen. Aber wenn man das dann einfach mal überschlägt und sagt, hey, den Trade-in von Microsoft kriegen wir nicht, dann steht man auf einmal da und sagt, ja, das lässt sich halt nicht finanzieren mit den Mitteln, mit denen ihr habt. Das funktioniert nicht, egal wie es dreht. Und wenn man dann mal ganz ehrlich ist, wir haben vorhin gesagt, hier, wir haben diese 300 Euro für ein Computerkabinett. Was kostet denn das Update einer Lizenz, das Update der Antivirenlizenz jedes Jahr? Ich weiß nicht, was die Schulen im Einzelnen einsetzen oder ob das vom Land irgendwie finanziert wird, aber ich weiß, was bei uns im Unternehmen Trend Micro Office Scan kostet. Also die Geschichte ist natürlich auch eine Wartungsgeschichte. Es ist an Sekundarschulen so, in Sachsen-Anhalt ist es so, ist ja Ländersache, vielleicht woanders ist es anders. Ein Informatiklehrer in der Schule bekommt eine Stunde pro Monat für die Wartung der Computer. Da muss man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Wenn dann überall ein Windows drauf ist, ja, da schaffe ich 2 Rechner, ein Update zu machen und einen Virenscanner zu aktualisieren, dann ist die Stunde rum. Und alleine diese Lehrer sind halt sehr dankbar. Und damals mit dem Test-Setup, das wir da gemacht hatten, hat natürlich auch keiner verstanden, was wir da technisch genau machen. Aber wir haben halt was gemacht. Wir hatten was fertig. Wir haben uns wirklich gekümmert, nicht nur geredet, sondern wirklich gekümmert, haben was hingestellt, was man anfassen und angucken konnte. Und das hat eigentlich so den Ausschlag gegeben. Ja, ich wiederhole die Frage nochmal, ob es bei den Schülern so gut angekommen ist, dass halt die Vandalismusrate niedrig ist. So Vandalismus gibt es an dieser Schule, wir wohnen zum Glück sehr ländlich, gibt es da nicht. Es ist auch dringend nötig, weil es ist überhaupt kein Geld da ist. Das ist kurios. Die Schule gibt es seit 1994. Ich komme ja aus einem ganz anderen Umfeld und bin da in dieses Schulwelt mal reingeschnurpert. Also wenn die zum Schulträger gehen und sagen, die Schule ist jetzt über 20 Jahre alt, wir würden gerne mal renovieren. Wir brauchen mal einen neuen Teppichboden oder neue Farbe an die Wände. Dann guckt der Schulträger und sagt, wie renovieren? Womit? Nee, dafür haben wir kein Geld da. Also es ist ganz komisch geführt. Da wird eine Schule gebaut und dass das aber auch kostet über die Jahre und dass das alles nicht ewig hält. Nee, also ist bis jetzt nichts kaputt gegangen. Wir haben wirklich günstige Tastaturen gekauft.
sehr günstige Mäuse von Logitech für 5 Euro das Stück und die halten im Schulbetrieb jetzt schon 5 Jahre. Also wir haben an der Stelle Glück gehabt. Wir hatten natürlich auch so gekauft, dass wir gesagt haben, was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen. Klar. Und zum anderen haben wir natürlich auch versucht, die Hardware so günstig auch zu wählen, dass wenn sie denn mal kaputt geht, dass man eben auch mal nachkaufen kann. Also klar, es ist mal so ein Netzteil von so einem Thin-Client ist mal kaputt gegangen. Gut, ein bisschen Budget für solche Kleinigkeiten ist halt da. Das geht schon mal. Aber wenn man jetzt halt sich das anguckt, die Technik ist 5 Jahre alt. Im Industrieumfeld sagt man nach 5 Jahren, das Zeug ist abgeschrieben, neu. So, jetzt stehen wir vor dem, ne, die alten Intel-Atom-Mainboards findet man nur noch im Museum. Das ist also vorbei, also müssen wir uns jetzt mal mit neuer Technik beschäftigen. Dann kommen wir jetzt hier zu dieser UEFI-Problematik. Das ist sehr spaßig, aber gut, ich bastel noch. Ich denke, ich werde auch eine Lösung finden. Ist denn jemand von irgendeinem Schulträger hier, von irgendeiner öffentlichen Landkreis oder sonst wie irgendwas? Ah, 2 haben wir zumindest. Sehr 2 schön. Haben wir dabei. 3. Okay. Ja, dann haben wir ja zumindest die Zielgruppe dabei. Haben wir also jetzt die Entwicklung gesehen von so einem heterogenen Pool, in dem sich um den besten Rechner gestritten wurde, zu einer viel besseren Landschaft, wo jetzt auch die Schüler sogar privat dann umgestiegen sind? Gibt es da eine Quote, die man sagen kann, wie viele Lehrer und Schüler sich dann auch zu Hause umorientiert haben, um die guten Erfahrungen aus der Schule wirklich auch im Privaten zu nutzen? Also es gab zumindest Nachfragen. Es gab auch bei dem Aufbau des Thin-Clients haben wir zumindest mit der AG Technik zum Beispiel die Rechner zusammengeschraubt, weil wir haben halt die Gehäuse gekauft und die Netzteile gekauft und dann musste halt das Mainboard da irgendwie rein und der RAM draufgesteckt werden. Da haben Schüler mitgeholfen. Das war für die super spannend, die hatten da auch Spaß dran und es gab so die ein oder andere Live-CD, die man denen dann noch nebenbei mit in die Hand gedrückt hat. Schaut euch das doch mal an. Seitens der Lehrerschaft, zumindest insofern, dass sie dann auch lieber das LibreOffice zu Hause haben wollten, damit sie es dasselbe haben. Ganz einfach. Der Dr. Küchler, der halt der Schulleiter ist, ist Verfechter dieses komischen angebissenen Apfels. Also der hat da nur sowas bei sich. Die Welt ist halt vielfältig. Die Frage war erstmal, dass die deutschlandweite Entwicklung eher, also auch in der Presse, so in Richtung Tablets geht und wie das jetzt hier entsprechend in das Konzept überhaupt einpasst. Ja, also das passt in das Konzept letztendlich nur indirekt. Also bei der Installation, wir haben halt in der Schule halt auch WLAN ausgerollt mit einer ganz normalen Radius-Authentifizierung, klar. So ein Tablet hat ja nun mal die Eigenheit, dass es das eigene Betriebssystem quasi mitbringt. Wie auch immer man sich dann Office, Tabellenkalkulation und sonst was auf den Dingern vorstellt, finde ich spannend. Ich denke da gerade so spontan an so Google Docs. Ja. Also was anderes fällt mir jetzt auch fast nicht ein, weil man braucht halt irgendwie wahrscheinlich was Webbasiertes, was halt eben genauso auf dem Mac-Gerät wie auf dem Android-Teil funktioniert. Und wenn dann jemand mit einem, was weiß ich, exotischen Symbian irgendwie was ankommt, dann möchte der vielleicht auch noch mitspielen. Wahrscheinlich gibt es auch genug Schüler, die mittlerweile einen Laptop mitbringen. Auch denkbar. Von dem her wird das wahrscheinlich eher tatsächlich in so Richtung Web-Applikationen gehen. Und dann muss man sich sowieso ganz andere Fragen stellen, wie das dann zum Beispiel aussieht, ob denn so ein Schulträger in Gänze halt eher nur noch sagt, jede Schule kriegt einen Internetanschluss mit Leistung X, irgendwie einen Router und wir haben hier einen zentralen Server, da läuft unsere, was weiß ich, Federated, hast du nicht gesehen, Applikation drauf und alle Schüler können da bitteschön gleichzeitig via Web. Das wird aber trotzdem so eine Thin-Client-Umgebung nicht ausschließen, weil dann nutzt man das eben nur noch, um den Firefox zu starten. Hat wer noch eine Frage? Ich habe keine Frage, ich wollte bloß meine Erfahrung sagen. Ich komme aus dem Bereich, bei mir sind die Lehrer verbeamtet, also das Lernmotivation ist null. Die sind bildungsresistent, kann man da schon sagen. Und bei uns ist an den Vorgaben, die von der Bundesrepublik gestellt werden, das Tablet-Konzept schon gestorben, weil sie dort Vorgaben haben, fängt mit der Störerhaftung an, ja, geht über die angebotenen oder zu nutzenden Apps weiter. Ja, sie dürfen nicht alles nehmen. So, und wenn sie dann noch eine gemischte Umgebung haben, wie euer Linux jetzt, oder wenn sie Windows-Anwendungen haben und sie wollen dann mit dem iPad rein, ja. Ja, dann scheitern sie. Bei uns ist das gesamte Projekt daran gescheitert, dass wir das iPad nicht sicher machen konnten. Ja, und bei uns, ich komme aus München, ja, damit das wisst, ist Apple direkt da. Ja. Und Apple war bei uns am Standort und hat versucht, das selber dicht zu kriegen. Und wenn sie dann wissen, dass sie dort iTunes brauchen und 50 iPads damit administrieren können, ja, und wenn ihnen das MacBook geklaut wird und sie können das nicht nachweisen, dann können sie 50 iPads nie wieder benutzen. Denn da ist Apple auch sehr restriktiv. Ja.
Da hinten ist noch eine Frage. Seid ihr direkt auf diese IIS, CSI, PXC-Bootlösung gekommen oder habt ihr noch andere evaluiert? Speziell vielleicht LTSP würde mir einfallen. Genau, also LTSP ist ja in erster Linie eine Lösung, die zwar einen Thin-Client bootet, aber dann sich quasi via Terminal-Server verbindet. So ist eigentlich der grundsätzliche Ansatz. Dafür hätten wir dann aber wiederum einen dickeren Server gebraucht. Ja, das war also so eine der Ansätze, die wir vorher hatten. Dann haben wir überlegt, okay, dann kaufen wir halt reguläre Thin-Clients. Das Problem ist, dass ein regulärer Thin-Client, den man so im Laden kaufen kann, der halt dann fertig zusammengeschraubt ist, teurer ist als dieses blöde, dumme Mainboard mit einem RAM-Riegel und einem Gehäuse drumherum. Ja, wo man sich fragt, ist dasselbe drin? Was ist da jetzt bitte schön anders oder toller oder besser? Damit ist die Lösung letztendlich gestorben und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt haben wir so viel Leistung im Client, wir brauchen diesen Terminal-Server nicht. Der ist nice to have. Für Windows hatten wir den, wie gesagt, in Betracht gezogen, kam dann nicht dazu, auch eben aus lizenztechnischen Gründen. Das war halt so eine, so die Überlegung, die wir hatten. Das nächste, was mir an LTSP zumindest damals nicht gefallen hat, war, dass es diese NBD, Network Block Device Geschichte und der Kernel und die Init-RD kommt alles via TFTP und das lädt irgendwie alles ewig und dann brauchst du irgendwie, also klar, umso schneller das Netzwerk, umso besser funktioniert das, aber TFTP an sich ist ein hässliches Protokoll, sind wir doch mal ehrlich. Ja? Also das IPXE-Ding, was wir da haben, das ist halt knappe 300 Kilobyte groß und ab dann sprechen wir TCP. Ne? Und ab dann können wir Multipath. Und all diese schönen Dinge, die das Leben einfacher machen und schneller und schöner. Ja, und das war dann so am Ende so die Idee, wo ich dann gesagt habe, ja, das sind die klassischen Ansätze, ja, die funktionieren auch, aber nee, wir machen es doch mal anders. Zu diesen Vergaberichtlinien bei Fördermitteln und so, wenn man das so mitbekommt, nochmal ein Wort und überhaupt mal sowas. Es gibt für Sekundarschule eine Obergrenze. Pro Sekundarschule darf es eigentlich nur einen PC-Raum geben mit 16 Rechner plus Lehrerrechner. Da steht irgendwo drin. Wie man in einer Schulklasse an 16 Rechnern arbeiten will, ist mir ein bisschen rätselhaft. Irgendwo. Und jetzt hier der Tobias, der auch hier sitzt, ist so ein bisschen involviert in eine andere Schule, in einem Nebenort. Die wollen auch was machen und haben da richtig Geld bekommen aus diesem Stark-3-Programm. Weiß nicht, ich kann das ja kurz erzählen, das kann er mich noch korrigieren, wenn ich hier was Falsches sage. Also es ist so ein Problem, bis diese Anträge geschrieben sind, bis dann geguckt wird, was gemacht wird, bis die Hardware bestellt ist, bis die Fördermittel endgültig bewilligt sind, gibt es die Hardware nicht mehr. Weil das über ein Jahr, anderthalb Jahre sich hinzieht und was man damals reingeschrieben hat, man möchte jetzt die und die Mainboards kaufen und das machen und jenes machen, das gibt es nicht mehr, ist nicht mehr bestellbar. Was die sich dabei so denken und dann immer dieses Punktuelle eben, da kriegt eine Schule richtig viel Geld und die anderen Schulen kriegen nichts und zwei Drittel vom Geld hätte man sich auch schenken können, weil es nichts bringt irgendwo. Das ist teilweise deprimierend, da bin ich manchmal froh, dass ich das nur als Hobby mache. Und nochmal zur Administration von unserem System, da ist eben auch vieles so gebaut, dass ich damit klarkomme. Ja, und da ist nicht immer die beste und technisch anspruchsvollste Lösung, die da verwendet wurde, sondern einfach, es funktioniert und ich bin auch mal in der Lage, mal ein System-Update zu machen oder auch mal da irgendwo zu helfen. Und man könnte auch einen technisch begeisterten Lehrer, wenn mal einer kommt, da auch in die Richtung schulen. Es gab früher, als wir da angefangen haben, 2009, war noch ein Lehrer da, der sich richtig für Technik interessiert hat, obwohl er schon über 60 Jahre war. Den hat das halt interessiert und fasziniert und der hatte mehr Ahnung als alle, die heute in der Schule sind. Also ich war Schüler bei ihm. Ne? Ich arbeite heute als Systemadministrator. Irgendwas muss hängen geblieben sein. Genau so. Ja, gibt es noch Fragen? Gibt es die ganzen Erfahrungen irgendwo niedergeschrieben, war die Frage. Genau. Ja, das ist also voll mein Part. Ich habe das leider irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Es gibt sehr ausführlich über die Anfänge im Wiki von unserer Linux-User-Group. Da gibt es auf der Seite, die noch aktiv ist, und das Wiki gibt es auch noch. Und da gibt es was von Goethe-Schule Ilsenburg. Und da ist von ganz von Anfang an, also die ganzen, die ersten Gespräche mit den Lehrern und wie das alles anfing und welche Ideen es gab und was alles nicht umsetzbar war. Und die hatten ja damals schon am 4.5.2009 gehört, dass wenn man ein neues Kabinett macht, so eine
Terminal-Server-Lösung. Das haben sie irgendwo gelesen. Also heute macht man das wohl so, nicht mehr mit Einzelplatzrechnern. Und sowas wollten sie eigentlich haben. Das war denn halt, denn hätten wir die 5.500 Euro für einen Dreiviertel-Server genommen, der das kann, und mehr Geld wäre halt nicht da gewesen. Ist dann auch blöd, so ein Server ohne Syn-Clients ist für die Schüler nicht so ganz praktikabel. Genau. Was halt auch noch dazu kam, ist halt, dass wir versucht haben, mit dem Land Sachsen-Anhalt an der Stelle auch ein bisschen Kontakt aufzunehmen oder zumindest mit dem Landkreis Wernigerode damals noch, heute Landkreis Harz, und halt einfach gesagt, wir als LUK haben dieser Schule geholfen, die kommen damit offensichtlich klar, guckt euch das doch mal an. Da kam ein einziges Mal jemand vom Landkreis oder zweimal, ich weiß es nicht. Das war von einer Firma. Es war irgendwie eine Softwarefirma, die mit dem Landkreis viel zu tun hat, die in Magdeburg ansässig ist und viel mit dem Landtag oder so zu tun hat. Also auch noch nicht mal direkt von der öffentlichen Behörde. Oder jemand. Anders gesagt, der Schulträger selbst hat offensichtlich kein Interesse. Ja? Wir sind damit sogar in die Presse gegangen. Ja? Reaktion null. Muss man mal so sagen, wie es ist. Also, dass die dort in der Schule im Grunde genommen mit der Linux-User-Group quasi ein goldenes Händchen hatten, um es mal salopp zu sagen, ist im Grunde genommen viel Glück für sie gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt solche Gruppen überall. Ja, oder ob das heute Hackspace oder Meetup-Gruppe heißt oder wie auch immer, ist ja egal. Ja, wahrscheinlich kann man sowas nur erreichen, indem solche Gruppen proaktiv auf solche Schulen zugehen. Das wird fast anders nicht mehr funktionieren. Und es ist leider so, dass gerade die Schulträger offensichtlich da selber kein Interesse haben oder selber mit ihren, weiß ich nicht, Prozederen dermaßen ausgebucht, überfordert oder was auch immer sind, dass das nicht mehr in den ihren Fokus stattfindet. Ich meine, das, was wir jetzt hier gesehen haben, diese Boot-Umgebung, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann mal für Synology so ein Paket rauszubauen, das bei denen in ihren App-Store zu packen und zu sagen, jede Schule kriegt hier so ein Synology-Ding oder ein QNAP oder was auch immer. Ja, und dann installieren die sich aus dem App-Store dieses Ding, bauen sich ihre Syn-Clients zusammen und sind fertig. Ja, das kriegt dann wirklich jeder hin. Ja, aber dazu muss es einfach mal jemand kommen und sagen, ja, wir haben ein Interesse daran. Ich meine, Univention ist hier im Haus, die haben das mit dem Land Bremen ganz groß aufgezogen, ganz toll. Ja, aber selbst für Univention hat das Land Sachsen-Anhalt kein Geld. Ja, also wir kennen es nur aus dem Land Sachsen-Anhalt. Ja. Also das ist zwar damals unser Glück, weil wir ja auch irgendwo schriftlich niederlegen mussten, was wir mit diesen 5.500 Euro kaufen wollen. Und dass keiner im Landkreis Harz, es niemanden mehr gibt in öffentlicher Stelle, der von Computern Ahnung hat. Wir haben nicht mal mehr einen eigenen Systemadministrator, der jetzt, sage ich mal, die Rechner vom Landkreis betreut und der da mal hätte drüber gucken können und sagen, jawohl, das macht Sinn oder macht keinen Sinn. Das haben sie alles outgesourced. Da sitzt letzten Endes ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin. Die guckt da drüber, was wollen die da kaufen? Naja, ist sachlich alles richtig, denn macht mal. Und so konnten wir halt machen. Und nochmal einen Satz, den ich unbedingt heute bringen wollte. Schön, dass er mir noch eingefallen ist. Also ich bin ja in einer Linux-User-Group. Und eine Linux-User-Group ist ja zuständig für das Bekanntmachen und das Verbreiten von Linux. Und das war halt meine sofortige Motivation, wo ich das gehört habe. Dass jetzt jeder Schüler schon mittlerweile seit 5 Jahren schon mal vorm Linux gesessen hat, das kennt, gesehen hat, das ist keine Hexerei oder da muss man nichts mit der Kommandozeile machen oder so. Da sind auch nur Bilder zum Draufklicken. Und da, denke ich mal, haben wir für die Open-Source-Sache und für die Linux-Sache viel getan. Und damit möchte ich eigentlich jetzt schließen. Ja, und hier nochmal riesen Respekt, dass hier gezeigt wird, mit wenig Geld kann man auch ordentlich was aufziehen. Und auch wenn man dann keine Lobby dafür kriegt.